Ja, Freunde, ich sag nur ein was, Hashtag Roomtour, ihr wolltet es, ihr kriegt es. Jetzt zeigen wir euch erstmal einen Gluckertempel außen, wie man in die heilige Stube reinkommt. Und dann seht ihr mal, wie unser kleines Hütchen aussieht. Viel Spaß! Ja, an dieser Stelle sei noch gesagt, viele fragen so, wie groß ist der überhaupt oder wie viel Platz habt ihr überhaupt drinnen? Diejenigen, die schon drinnen waren, werden es bestätigen können. Also der Schein trübt, ne? Der Schein trübt, ihr werdet es gleich sehen. Ja, Tobi, würde ich sagen, hol mal die Kamera, dann zeigen wir euch erstmal unser Gottesreich von außen und dann schauen wir mal rein und zeigen euch mal ein wenig, was wir alles auf Lager haben. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir begleiten euch jetzt mal in den Raum des Nichtrauches, das ist nicht der Benny. Ist der Benny, in den heiligen Gluckertempel. Hier seht ihr schon die drei hässlichen Hackfressen. Machen wir mal unser bescheidenes Türchen auf. Ja, rein mit euch. So, drinnen angekommen, also ihr habt es kurz gesehen. Groß ist es wirklich, nicht? Wie viel Quadratmeter hat das Ganze? 10, 12 vielleicht. Wenn überhaupt, wenn überhaupt. Fangen wir mal an. Hier unser schöner Planer, unsere Videoplanung. Schreiben wir mal, also haben wir jetzt in letzter Zeit nicht gemacht, aber wollen wir wieder machen. Dienstag, Donnerstag, Sonntag unsere Upload-Zeiten. Da schreiben wir dann immer rein, was wir drehen oder was wir vorhaben zu drehen. Dann hier ein schönes Fenster auf dem Fensterbrett, das aber wo nicht aufgeräumt ist. Steht natürlich ein Bier, ein schönes Augustiner. Liebe Grüße an dich, Michi. Hier unten auf dem Boden natürlich Kohleanzünder, zwei Kohlekörbe. Und keine Ahnung, wie viel Kilo Kohle. Genau, also ein Teil von unserer Kohlesammlung. Kohlevideo kommt auch noch die Tage, Freunde. Also da könnt ihr auch gespannt sein. Machen wir den großen Kohletest. Kokosol, Tomko Kocha, Twins Koko, Jakic und so weiter und so fort. Dann natürlich, bevor der Sascha weitermacht, hier unsere schöne Bank, wo wir mal drauf hocken. Ja? Tobi kann es mal kurz zeigen. Haben wir vor, wo wir den Gluckertempel eingeräumt haben, haben wir die mühselig in feinster Kleinarbeit eigenhändig zusammengebaut. Mit schönem Holz, mit einem schönen, gut, wie man, was das jetzt für ein Polster ist und so will ich jetzt gar nicht erläutern, weil es war ein bisschen Hickhack. Fusch am Bau, genau. Ja, hier nochmal unser Tisch, unser Glastisch mit der Octopus Nemo drauf. Haben wir vorhin ein Video abgedreht, könnt ihr euch mal anschauen zum Boogie Bomb. Und was natürlich eigentlich nicht dastehen sollte, falls Tobi gerade gezeigt hat, den Aschenbecher. Ja, weil hier drin ist eigentlich auch verboten, aber die Jungs halten sich meistens nicht dran. Genau, Sascha, würde ich sagen, machen wir weiter. Genau, machen wir weiter, fangen wir gleich hier links im Eck an. Ihr seht, hier ist erstmal unsere Amok-Sammlung. Also alle Amok-Sorten, ein paar stehen noch beim Julix, kommen noch ein paar dazu. Hier oben haben wir noch schönen alten 7 Days. Ihr seht hier wahrscheinlich Cold Peach, der damals geliebte 7 Days oder Cold Melon. Dann hier die Savu-Masken, da unten drunter steht der Savu. Dann hier oben unser heißgeliebter PX1 Metwurst. Dann haben wir hier noch ein bisschen Freestyle stehen. Blues Bros, Paradiso, Rocksteady, Moondance etc. Hier noch ein bisschen X-Racher. Dann hier unsere Genie-Sorten. Noch der gute alte Lemon Fresh mit den Früchten drauf, der einfach damals über das Brett war. Dann haben wir hier noch zwei Sorten Schabedli, die werden auch demnächst noch vorgestellt. Dann haben wir True Passion hier. Da sind die zwei neuen Fantasia-Sorten dabei von der F-Reihe. Nochmal diese drei hässlichen Fressen. Dann eben ein bisschen Smoking Ace. Da kommen auch bald noch neue, weil die haben eine neue Sorte, neue Produktion, neue Dosen etc. Dann kommen wir gleich mal zu Go On, den schönen grünen Dosen, haben wir auch schon einige Sachen vorgestellt. Ab und zu wird hier oben drin einfach ein Video verlinkt. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu eigentlich unserer fast größten Sammlung, 187. Da kommen noch 3-4 Dosen dazu, habe ich noch welche in meiner Travel-Tasche. Juliet noch welche daheim bei sich. Was das Herz begeht, Cool Wave, Pretty Sin, Dings wie heißt, Red Light District, Fantasy Powder, Elo und Rafa, Miami Vice, alles mögliche, Miami Vice sogar zweimal. Dann haben wir hier ganz einsam und verlassen steht eine Milano-Dose. Haben wir wahrscheinlich auch bald noch vor, noch ein, zwei mehr vorzustellen. Dann die zwei Sorten Rocksteady, wo wir euch den schon vorgestellt haben. Rocketstar meine ich natürlich. Dann hier die schöne Boogie Bomb von Nameless. Dann unser heißgeliebter Tabak, der schöne Alvaha Pharma. Dann haben wir noch hier etwas Infinity, da stehen da drüben noch zwei Dosen. Das ist eine relativ neue Marke, werden wir vielleicht auch noch vorstellen. Dann eine verlassene Original-Dose von, wie heißt der? Xatar. Dann zwei Dosen Hasso, unser schöner Make-up. Miami Chill stehen noch zwei Dosen da, hier ein Liquid zwischendrin. Escobar, dann hier oben haben wir Prototype Tobago, haben wir eigentlich die komplette Serie da, haben wir euch schon ein paar Videos vorgestellt. Dann so noch eine relativ große Sammlung von uns. Ah genau, bevor ich es vergesse, hier unsere schöne Dinner Lady Box, haben wir schon aufgehängt. Dann kommen wir noch zu einer relativ großen Sammlung, und zwar Chaos, da haben wir auch glaube ich 17, 18 Dosen, stehen auch noch nicht alle hier.
dann hier unser mega heiß geliebter, selbstgemachter Knoblauchmix, wo der liebe Juli noch leiden muss nach dem PX1. Dann haben wir hier oben noch ein bisschen Start Now Nacolade stehen, der Lichill, noch ein bisschen Fiptis, Absolem haben wir noch ein bisschen hier stehen. Hinten in der Ecke, ich weiß nicht, ob man erkennen kann, ist noch ein bisschen Adalia. Und unsere wunderschöne Scheißhaufen hängt da oben mit unserer Totenkopfpflanze, die eingegangen ist über den Winter. Und hier in der Ecke seht ihr die orangen und roten Dosen Oscars. Gibt es ja jetzt so in der Form nicht mehr und das würde ich sagen, gebe ich das Wort an Tobi weiter. So, dann seht ihr hier an der Stelle unsere schönen Dosen iFucker. Das sind teilweise ausländische, teilweise deutsche. Titanium ist mit dabei, hier noch ein paar bunt gemischte Sorten, die zähle ich jetzt nicht alle auf. Hier ist, glaube ich, noch Kismet drin. Kaschmir. Kaschmir, ach, Kaschmir. Dingeltangel, Breeze, Alva Swarovska, also Alsafa. Dann verschiedene Sachen, der eklige Orange Mint von Bali ist noch mit dabei. Starburst Dosen, die uralte, die erste Pharma Dose, die wahre Dose. Dann hier noch ein paar andere kleine Sachen wie Tabu, PX1 Blauer Engel, noch ein bisschen Starburst Blue Mist, der Klassiker, den kennt jeder. Dann Pharos, Alvas hier, noch ein paar leere Zipper und Dosen und hinten noch der gute alte Guave von Mitsu. Ja, hier unten findet ihr noch die Nameless Dosen, ein paar Alvaha Dosen, die zürfen teilweise, sind schon ein wenig älter. Dann hier noch ein bisschen Victory Hooker, Namaste von Maridan, Black Angel haben wir ja schon mal vorgestellt. Dann das ist noch Rauchgold, hier sind die ganzen Somo Verpackungen, die meisten davon sind leer. Hier und Nackler. Hier liegen auch übrigens überall solche Zipper rum. Dann noch hier noch ein paar andere, da ist teilweise Adalia mit dabei, Nackler, hauptsächlich Nackler eigentlich. Den muss ich mal ganz kurz zeigen. Ja, zum Beispiel hier der Nackler Erdbeer, uralt. Hier ist noch ein bisschen Kismet, da noch ein paar Shots, Liquids und noch ein bisschen so Zubehör wie Zahnstocher, Zimt, Tobasco-Soße, kennt ihr ja bereits. Eine leere Schachtel von der Oduman und dann macht der Juli weiter mit dem Pfeifenregal. Ja, das Pfeifenregal, kurz und knapp, sind auf jeden Fall nicht alle Pfeifen, die wir da haben, aber eine kleine Auswahl. Zum einen hier die Amy Feather Steel, Video auch schon dazu abgedreht. Dann noch eine unveröffentlichte Pfeife, kommt demnächst auch noch ein Video. Dann von WhoCaps, so eine Messepfeife ist es, die haben wir dazu bekommen. Schaut aus wie so eine Amy 440 oder sowas. Dann eine halb zusammengebaute Diamond Hooker, ist glaube ich die Saphir 3.0. Hinten noch die Geniflex Hybrid und wer es kennt aus unseren Videos, unsere Vergewaltigungspfeife, die KRPN 330. Ja, dann haben wir hier unsere Fodderbox quasi mit unserem Drehteller, wo wir unsere Dosen abdrehen. Hier noch die schöne Beleuchtung vom Boogie Bomb Video, wer es noch nicht gesehen hat. Unter den Pfeifen stehen dann oder hängen hier ein bisschen ab unsere ganzen Schläuche. Schreibt mal in die Kommentare, wer den noch kennt. Ne? Also Old Bug Gold war bei jeder Aladdin-Pfeife mit dabei. Ja, nicht zu empfehlen. Dann so meist Silikonschläuche, ein Elmas Tradischlauch, glaube ich, ist das noch aus Ziegenleder. Sehr, sehr geil. Unten im Schrank ist noch ein bisschen Zubehör, brauche ich eigentlich nicht zeigen, da schaut es ein bisschen unaufgeräumt auf. Ein paar Kohleteller, ein paar Gefäße und so, ein paar LED-Untersetzer. Ja, oben an der Wand hängt dann noch unser Flachbildfernseher, ein Sascha, sein alter Fernseher. Haben wir extra eine Halterung für gebaut, dass wir auch mal im Sommer ein bisschen den Film schauen können oder sowas. Ja, ansonsten, was hat man noch im Angebot? Unten noch mit Sascha seine Teufelanlage, die noch vor seinem Geburtstag ist und der es immer noch nicht geschafft hat, sie in sein Zimmer hinzuräumen. Und ja, für den letzten Abschnitt würde ich sagen, Sascha, darfst du nochmal. Genau, wir haben hier unseren kleinen Kopf- und Aufsätzeschrank. Hier außen dran haben wir mal 2017 Strichlisten gemacht für Shishas. Die sind nicht mehr aktuell. Hier sind ein paar kleine Tempelregeln drauf. Hier ist ein selbstgebauter Stifthalter. Und innen drinnen haben wir einfach unsere Köpfe. Hier oben sind ein paar Funnels. Dann haben wir hier unsere Mehrlochköpfe. Hier unten einfach die Kaminaufsätze und alles mögliche und Kopfdichtungen und Zubehör. Schaut etwas unaufgeräumt aus, aber ich meine, ja, ist halt so, ne? Ja, Freunde, ihr habt gesehen, wir haben jetzt mal so einen kleinen Überblick gemacht. Wir mussten am Schluss auch ein bisschen die Zeitschraube anziehen, ja, weil die Kamera jetzt gerade sehr leer ist. Und eine halbe Stunde warten, bis wir weitermachen, dann wissen wir nicht mehr, wo wir waren. Deswegen, aber ihr habt so im Groben alles gesehen. Beim Juli stehen noch Sachen, bei mir stehen noch Sachen, der Sascha hat noch irgendwo Sachen versteckt. Genau, und am Tisch haben wir noch ein Kasten Bier stehen, ist ja klar für uns Franken. Ah, ja. Ist jetzt nicht unbedingt das beste Bier, aber es ist Bier. Ansonsten, ja, könnt ihr euch ja mal reinschreiben, was euch so am Tabak am meisten interessiert, was wir euch mal vorstellen könnten, was wir so gesagt haben. Und was ich noch sagen wollte, weil viele schon gefragt haben, hey Jungs, könnt ihr mal vorbeischauen? Wie gesagt, jederzeit gerne. Könnt ihr uns gerne auf Facebook anschreiben, wenn ihr kommen wollt und wir Zeit haben. Warum nicht? Also da sind wir die Letzten, die Nein sagen. Also könnt gerne mal vorbeikommen, können wir Pfeife rauchen. Und
Ja, dann wäre es das von unserer kleinen. Also, was ich noch kurz gesagt habe, weil ihr schon viel gesagt habt, ey, die Dosen sind noch nie im Leben alle voll, das sind noch alles leere, die habt ihr gesammelt, wie auch immer. Also was jetzt hier steht, ist so gut wie alles voll. Hier drüben haben wir ein kleines Sammelstelle, das sind so, sagen wir mal, 20, 25 Dosen, die sind ratzeputz leer, aber ansonsten, alle die hier stehen, waren entweder mal voll oder sind noch Viertel, halb, dreiviertel voll, je nachdem wie oft wir sie geraucht haben. Leere Dosen, aber leere Dosen haben wir eigentlich fast überhaupt nicht, das sind wirklich fast alles volle oder wenigstens die waren mal voll. Sei noch gesagt. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, Shishas Konobi, Shishas Leidenschaft. In dem Sinne, macht's gut, haut rein. Und Servus!